Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rubin Soul Link Nuzlocke Challenge mit dem Schneckon. Hallihallo, und dem Loldrop. Genau. Der Loldrop ist noch ein Trainer voraus. Ja. Aber ein Pokémon hinterher. Nur weil das Tarnhill so eine beschissene Fangrate hat. So, ich werde mich dann jetzt aber auch mal den Trainerin da oben widmen und vielleicht werde ich so meinen Routen-Pokémon fangen. Glück gehabt. So. Lauf, lauf, gib nicht auf. Ich habe einen Trank gefunden. Wo hast du den denn gefunden? Unter der Göhre. Ah, okay, da gehe ich ja gerade noch hin zu der Göhre. Okay, jetzt kommt das Routen-Pokémon. Es ist Schnittmack. So schlecht oder was? Es ist ein Feuer-Pokémon, nur mein Reptane heißt Schnittmack. Okay. So, ich habe die Göhre jetzt. Mein Ziel steht zu gewinnen und der beste Trainer aller Zeiten werden. Und es kann gehen, ach du Scheibenpester. Ein Herausforderer von Göre. So, dann Beutel. Los, Glitch. Lehmschelle. Jetzt bleib bitte drin, Schneckmark. Na, Mist, es hat sich befreit. Wie viele Pokebälle hast du? 3. Okay, ich hab glaube ich ein paar mehr. Ich leider nicht. Und Grisou pennt. Tackle! So, vorletzter Versuch. Oh, ich hab gerade das Zickzack mit 2 Angriffen weggekloppt. Und Blitch ist Level 9. Yes! Schneckmark wurde gefangen! GZ, dann kann ich ja meinen Smetboy endlich mitnehmen. Genau. So, durch Schneckmarks Kreislaufsystem fließt Magma. Wenn dieses Pokémon erkältet ist, kühlt das Magma aus und erhärtet. Sein Körper wird spröde und es brechen Stücke heraus, sodass es kleiner wird. Die hat noch einen Zickzack. Ja, hatte ich ja gesagt. Ah ja, klar. Stimmt, hat sie gesagt. Ich hab aber nicht zugehört so richtig. So, wie nennen wir das Schneckmark weiblich? Es ist ein Feuer-Pokémon. Sexy. Nein. Ist mir so spontan eingefallen. Nee. So. Feuer und... So, das zweite Zickzack ist auch weg. Ah, es ist aber ein männlicher Name. Mist. So, Rex erreicht Level 6. Wie nenne ich einen Schneckmark weiblich? Ich tue mich nämlich immer schwer mit Spitznamen. Ja, kenne ich. Ich auch. So, dann gehen wir noch unten den Trank holen. Ah, da unten. Ah, in dem Pokéball liegt der, okay. Genau. Wie hast du sonst noch eine Idee? Nee, gerade nicht. Guck mal, ob ich jetzt meinen Routen-Pokémon kriege. Ich will mein Routen-Pokémon. Ah, da kommt was. Es ist. Ein Arktos. Was? Ja, ein wildes Arktos erscheint. Los, du hast Blitz. Ein legendäres Pokémon. Viel Spaß bei der Fangrate. Die ist da richtig kacke. Ja, vor allen Dingen habe ich gerade das Problem. Ich glaube, mit dem Tackle, das ist ein Level 3, hau ich das um. Geh. Okay. Try it. Hast du ein fucking Arktos? Randomizer, Blizz. Blitz setzt Tackle ein. Nee, okay. Es geht nicht direkt kaputt, aber ich muss es echt runterprügeln. Ja toll, ich habe dann ein Pokémon, was ich nicht einsetzen kann, weil das ja nicht gesoling ist, weil du ja eins weniger hast. Noch. Okay, das hat jetzt Aua getan. Das Problem ist, jetzt ist es gelb. Wenn ich jetzt nochmal angreife, ist die Gefahr, dass ich es umbringe, sehr hoch. Er kommt auf die Stärke an. Ich werde mal gegen Rex tauschen. Ich einfach nicht genügend Kohle habe, um einen Pokéball zu holen. Ich trete mal währenddessen hier mit den Leuten in der Stadt. Okay, mach das. Nehmen wir an, du hättest 6 Pokémon. Es hat geklappt. Was? Du hast einen Arktos? Nein, es ist so gut wie tot. Also ich muss es jetzt fangen. Nehmen wir an, du hättest 6 Pokémon. Wenn du jetzt ein weiteres fängst, wird es automatisch in das Pokémon-Lagerungssystem gesendet. Los, Pokéball! Das geht in die Hose, sag ich dir. Arktos hat eine blöde Fangrate. Ja, es ist direkt wieder rausgekommen.
Wohin ist unser Heiko nur gegangen? Wir müssen doch bald nach Wiesenflur aufbrechen. Oh. Ich habe noch 4 Pokebälle. Reisen ist einfach wundervoll. Als ich noch jung war, waren die See und die Berge mein Zuhause. Ich wünschte, ich könnte mit einigen Pokémon auf Abenteuerreise gehen. Sich durch hohes Gras schleichen, steile, zerklüftete Berge erklimmen, das tosende Meer überqueren, dunkle Höhlen erforschen und manchmal ein wenig Heimweh haben. Reisen muss einfach toll sein. Na ja, geht. Nein, es ist direkt wieder rausgekommen. Bist du schon in der nächsten Stadt? Ich bin schon in Blödenburg, genau. Okay. Mein Gesicht spiegelt sich im Wasser. Ein schimmerndes Lächeln der Hoffnung. Oder ist es der Ausdruck düsterer Stille, an der die Angst naht? Was siehst du in deinem Spiegelbild? Boah, ist schon wieder rausgekommen. Wie viele Bälle hast du noch? Ich glaube, das ist der letzte jetzt. Norman ist unser neuer Arenaleiter. Ich glaube, er ist mit seiner Familie aus der Johto-Region hierher gezogen. So, ein Pokéball noch. Ich bin erst einmal gegen Norman angetreten. Wow, war das stark. Wie soll ich es sagen? Ich habe den Eindruck... Er ist direkt wieder rausgekommen. Er lebt für seine Pokémon. Dann viel Spaß beim Kill. Ja, muss ich doch jetzt. Dum-dum. Tschüss, Arctos. Ei! Hey da, bist du vielleicht ein Anfänger unter den Trainern? Weißt du, was Pokémon-Trainer machen, wenn sie in einen neuen Ort kommen? Sie sehen sich als erstes die Arena im Ort an. Falsch! Die gehen zuerst zum Pokémon-Center. So, ich bin dann auch in der nächsten Stadt. Schau, das ist die Arena von Blütenburg City. Das ist das Logo der Arena. Daran kannst du immer eine Arena erkennen. Schön zu wissen, dankeschön. Aber jetzt darf ich wenigstens mein Smetbo mit rausnehmen. Genau. Was für ein Wesen hat dein Smetbo denn dann eigentlich? Muss ich gucken, hat schon gar nicht nachgeguckt. Oh. Mein Schneckmack, das heißt jetzt im Übrigen Evangeline. Toll. Ich fand's irgendwie passend. Ich habe keine Pokebälle mehr. Ich auch nicht. Es ist ernst. Es ist ernst? Ja, bei mir, das heißt neutrales Wesen plus minus Init. Das kann Smog? Ach du Scheiße. Mein Smetbo ist... auch ernst. Ja, plus minus ja nicht. So. Meine Pokémone sind schon geheilt. Mein Smetbo kann nur Konfusion. Konfusion ist eine sehr gute Attacke. Psycho ist echt stark. Zumindest in der ersten... Generation her. Darf ich dein Profil sehen? Ich zeige ihm gerade mein Profil. Welches Profil? Wo denn? Bei dem Pokémon-Trainer. Welchen? Wenn du im Pokémon-Center bist, der Typ, der am Computer steht. Ach so. Kombiniere 4 Wörter. Ich bin Trainer. Du hast ein wundervolles Lächeln. Ich habe ein Hobby. Ich sammle die Profile von Pokémon-Trainern. Nun, wie sieht es aus? Achso. Ich bin... Profil? Alter. Gibt's den Ausdruck pornös? Profil. Ich bin... Ausrufezeichen, 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 Strich, 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 Punkt, 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 Ausrufezeichen, Punkt, 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 Fragezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Arg, Ahaha, Aje, Arg, Art, Brüll, Dach, Durchschnitt, Füffe, Füffe, Geschock, Gra, Grr, Guahaha, Hä, 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 Git, ja, juhu, Kicher. La 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 la, meine Güte. Oh je. Okay. Mein Profil ist jetzt ein bisschen groß in Geruch. Alter, okay. Was gibt's denn hier alles? Ich bin. Meine Güte, kann ich ja nicht nehmen. Oh, geil. Ich bin ein Desaster. Oh. Desaster groß in Pokémon. V
Fantastisch, dein Profil. Einfach wunderbar. Es sagt wirklich viel über dich aus. Jeder, der diesen Profil sieht, wird von dir entzückt sein. Dankeschön. Au, wei, au, wei, au, wei. So, lass uns mal in die Arena gehen. Adlerauge an, in Fragezeichen. Ich bin jetzt schon in der Arena, ne? Adlerauge an Anmut, ja, warte. Ich bin Adlerauge an Anmut. Fantastisch, dein Profil einfach wunderbar. Es läuft alles über dich. Okay. Ich muss mit den Leuten hier noch reden. Das hab ich ja schon übernommen. Ja, ich rede trotzdem mit denen. No. Du kannst es auch hinauszögern. Ich rede mit den Leuten in der Arena oder im Pokémon Center. Ja. Dann komm mal direkt in die Arena. Hast du auch mit den Leuten in der Stadt schon geredet? Ja. Okay. Wo ist denn die Arena? Direkt nach oben. Ah, okay. Toll, mein Smetbo ist gerade mal Level 3, ey. Ich bin in der Arena. Vater! Na, was ist denn nicht Snakeor? Wenn das nicht Snakeor ist, Snakeor Loldrop, dann habt ihr also den Umzug beendet. Ich bin überrascht, dass du ganz allein hierher gefunden hast. Oh, so ist das. Du bist ein Pokémon-Begleitung. Was? Ich glaube, du wirst als Trainer treten. Ich hoffe, man hört nicht die Autos draußen. Nö. Ich glaube, du wirst einmal in meinen Fußstapfen als Trainer treten, Snakeor Loldrop. Das sind großartige Aussichten. Du bist Heiko, nicht wahr? Ich hätte gerne so ein Pokémon, bitte. Wie? Ach du meine Güte, du bist Heiko, nicht wahr? Ich werde meine Verwandten in diesem Flur besuchen. Ich glaube, ich werde mich da doch einsam fühlen. Daher würde ich gerne ein Pokémon mitnehmen. Aber ich habe noch nie eines gefangen. Ich weiß nicht, wie das geht. Hilf doch bitte Heiko dabei, ein Pokémon zu fangen. Heiko weiß nicht, wie man ein Pokémon fängt. Oh wow, ein Pokémon. Ich gebe dir auch diesen Pokéball. Dann leg los. Ich will auch Pokéball. Kommst du wirklich mit mir? So, Achtung, Tutorial. Er zeigt uns jetzt, wie man ein Pokémon fängt. Okay. Aber weiß das selber nicht. Mhm. Spiel, please. So, und das Ganze ist geskriptet. Bitte bleib hier und schau, ob ich sie auch richtig fange. Wow. Es ist ein Trassler. Männlich? Bei mir ist auch ein Trassler. Männlich oder weiblich? Männlich. Dann wird's ja zum Galagladi. Ich hatte aber mal wieder ein Gardevoir bei ihm gehabt. Ja, lol. Heuler ein. Wir setzen nochmal Tackle ein. Ja. Bei mir auch. Heuler. Ah, Trassler ist an sich ein recht gutes Pokémon. Ich hätte gern das Arktos gefangen. Ja, das glaube ich dir. Aber jetzt sind wir wenigstens Pokémon-technisch wieder gleich weit. Mhm. Ich werde mein Bestes geben. So, und es wäre jetzt echt lustig, wenn Trassler dann auf einmal wirklich rausspringen würde. Pokéball-Ei. Trassler wurde gefangen. Ich habe es geschafft. Es gehört mir, mein Pokémon. Loldrop, dankeschön. Lass uns zurück zur Arena gehen. Zack, gebeamt. Und, hat es geklappt? Danke, ja wunderbar. Hier haben sie ihr Pokémon zurück. Danke, Loldrop, dass du mit mir gegangen bist. Und Snakeor natürlich auch. Euch beiden habe ich es zu verdanken, dass ich mein erstes Pokémon fangen konnte. Ich verspreche, ich werde mich gut darum kümmern. Oh, meine Mama wartet sich ja schon auf mich. Ich muss nach Hause. Bis bald. Bis bald. Nun, Loldrop, wenn du ein guter Trainer werden willst, hier ist mein Rat. Geh nach Meterost City, gleich hinter diesem Ort. Dort solltest du die Arenaleiterin Felicia herausfordern. Danach suche die anderen Pokémon-Arenen auf und besiege die Leiter. Sammle die Orden der verschiedenen Arenen. Verstehst du? Ja. Ich bin natürlich auch ein Arenaleiter. Auch wir werden eines Tages gegeneinander antreten. Aber erst, wenn du stärker geworden bist, Loldrop und Snakeor. Okay, Papi. So, jetzt können wir Blütenburg City verlassen und Route 104 hingehen. Mein Tipp, geh nach unten hin, da sind noch ein paar Trainer. Okay.
Ja, warte, ich guck gerade mal, ob ich vielleicht doch noch Geld habe, um mir Bälle zu kaufen. Aber ich finde hier gar keinen Pokémon-Shop. Ah, da vorne. Ich habe nicht genügend Kohle. Ich guck gerade mal. Oh nein, ich bin kein Trainer, aber es stimmt schon. Wenn Trainer sich in die Augen schauen, ist das eine Herausforderung zum Kampf. Willst ich habe auch nicht genug Geld. Weiche ihren Blicken aus. So. Spuren im Sand zu hinterlassen, ist total lustig. Was? Nee? Was? Nee? Teenager Fridolin. Also nach unten sind Trainer. Genau. Okay. Und der schicken Samburzel. Level 6. Samurzel ist vom Typ Pflanze. Da wäre eigentlich Evangeline eigentlich ganz gut. Willst du nicht kämpfen? Weich ihren Blicken aus. Oh nein, Geduld. Speichert Energie. Komm, lass mich ihn einschlafen. Ja, genau. Fridolin. Los, Fridolin. Gib mir So, ich wechsle ganz schnell zu Grisou wegen Geduld. Das wird schmerzhaft. Okay. Es schlug fehl. Oh, Glück gehabt. Und es pennt. Bei mir setzt er gerade auch Geduld ein. Ja, wenn du es weiterhin angreifst, dann erhöht sich der Schaden. Ja. Bei mir pennt es jetzt zum Glück. So, und Smob. Wow, hat er mir damit eine mitgegeben, ey. Wie viel? 12. Oh. So, und Smob. Samurzel ist aufgewacht. Setzt Härtner ein. Och, nö. Ja, wobei. Sehr gut. Evangeline macht ihn. Smog ist nämlich speziell, wenn ich richtig im Kopf habe. Und Härtner steckt nur die normale Verteidigung, nicht die Spezialverteidigung. Ha! Dazu noch sehr effektiv. Läuft. Setz wieder Geduld ein. Oh, das ist ätzend. Ja. Das ist echt ätzend. Aber ich hab ihn jetzt gleich. Oh, bei mir macht er auch noch Geduld. Ja, bei mir hat er gerade seine Energie rausgelassen, aber hat verfehlt. Jetzt ist er tot. Ah, sehr gut. Bei mir ist er jetzt auch down. Sehr gut gemacht, Evangeline. 46 Erfahrungspunkte. Schwalbini kommt jetzt. Ich bleib mit Evangeline drin. Ja, ich gehe erstmal auf Butterfly, damit er ein bisschen EP abbricht. Ah, das ist nicht ganz so gut. Wieso? Holy moly, 11 Schaden mit Ruckzuck-Keep. Hör mal, willst du mich ärgern? Level 8 müsste Schwalbini nicht Nabel können. Ja, ich werde ihn direkt wieder wechseln. Ich habe ihn nur raus kurz in den 7. Kampf geschickt. So, ich wechsle mal kurz zu Grisou, weil 11 Schaden an Schneckmack ist dann doch schon. Holla, die Walze. Ja, Level 8 kann Schnabel. Bei mir hat er gerade Heuler eingesetzt. Ah, bei mir Schnabel. So, Kratzer. Schläft tief und fest. Ich muss dringend Oscreen aufleveln. Ja, ich jetzt auch. So, einmal Kratzer, Dankeschön, noch einmal. Und Schwalbini schläft weiterhin tief und fest. Ich muss auf jeden Fall Pokémon wechseln. 49 Erfahrungspunkte. Yo, Evangeline steigt damit auf. Level 5. Und wir haben Fridolin besiegt. Igitt, ich habe Sand in den Schuhen, das ist vielleicht unangenehm. 128 Pokédollar. Ja, geil. Kann man sich gönnen. So, ich gehe jetzt noch zum Pokémon Center. Ja, ich muss gerade mal kurz mein Pokémon sicherheitshalber heilen. Das heißt Trank Nummer 1? Ja. Okay. Ja, in dem Kampf, also das ist. Ja. Das Tribini ist jetzt weg. Ich habe nur mein Pokémon sicherheitshalber geheilt. Gut. Bevor es verreckt. So. Das war es dann aber auch wiederum. Nein, ich will jetzt nicht nochmal heilen, dankeschön. Mit diesem Part. Ne, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen oben da lassen. Aquaknarre. Jetzt. Wie Aquaknarre. Habe ich gerade erlernt. Oh, sehr schön. So, und das war's dann erstmal mit diesem Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen oben da lassen. Und bis dahin sagen der Snake und ich erstmal tschüss. Tschüss.
ich gehe jetzt aber auch noch nur noch zurück ins Pokémon Center und da geht dann die nächste Folge weiter. Ciao. Genau.